Hallo Leute, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, neulich ist Alone in the Dark endlich erschienen. Und ich würde gerne mit Gut, euch... Gut, ich übernehme das dann jetzt hier. Ja. Ja, wie? Ich wollte eigentlich einmal hier ganz kurz... Bereit? Guten Tag, verehrtes Publikum auf diesem Unterhaltungskanal für Telespiele. Ich bin Hans-Peter Lovecraft, der Erfinder von kosmischem Horror und der geistige Vater von einem ganzen Untergenre der Gruselliteratur. Immer wenn ihr über etwas stolpert, das man als Lovecraftian bezeichnet. Hier, das war ich. Ich habe das erfunden. Und ich möchte heute einmal ein Problem ansprechen, das mich buchstäblich in den Wahnsinn treiben würde, wäre ich nicht schon seit fast 100 Jahren tot. Warum es Telespiele einfach nicht schaffen, meine spezielle Art von Horror gut umzusetzen. Und das jüngste Beispiel, Alone in the Dark. Der seltsame Typ, der euch sonst hier die Ohren volllabert, der hatte ja schon vor ein paar Monaten in einem seiner Videos prognostiziert, dass das neue Alone in the Dark ein maximal solides Gruselspiel wird, das nichts neu macht, dafür aber eine schön altmodische Retro-Atmosphäre hat und in dem die hakligen Kämpfe gegen die Monstergegner langweilig und nervig sind. Und nun ja, das wollen wir ihm zugestehen. Er hatte so ziemlich mit allem recht. Alone in the Dark ist technisch okay, selten wirklich gruselig und die Geschichte ist ziemlicher Nonsens. Es gibt zwei unterschiedliche Kampagnen, die so unterschiedlich dann doch nicht sind. Ihr müsst viele Zahlenrätsel lösen und rennt hin und her. Fühlt sich ein kleines bisschen an wie das Remake von Resident Evil 2, nur in den 1920ern und in allen Belangen viel, viel schwächer. Keine totale Katastrophe, kein Hit. Aber wenigstens besser als die letzten vergurkten Spiele in der Reihe. Have you ever talked to a doctor about your condition? Einen Punkt gibt es aber, der darf nicht weiter unwidersprochen bleiben. Lange habe ich geschwiegen, aber nun platzt mir endgültig der Stehkragen. Auch Alone in the Dark wirbt mit meinem Namen und behauptet, meinen ganz speziellen Horror zu repräsentieren. Lasst es mich an dieser Stelle so vornehm wie möglich ausdrücken, das ist absoluter Bullshit. Nur weil so ein gammeliges Schrottvieh vielleicht mal ein paar Tentakel hat oder ein geheimer Kult geheime Kultsachen macht, ist Grusel nicht automatisch Lovecraftian. Ich erkläre es euch. Ich bin der Erfinder von kosmischem Horror und sicherlich habt ihr alle schon mal vom Cthulhu-Mythos gehört. Meine Geschichten gehen von der fundamentalen Annahme aus, dass wir, die Spezies Mensch, angesichts der Unendlichkeit des Alls völlig irrelevant ist. Wir sind nicht mehr als Insekten, die gar nichts checken. Und es gibt da draußen Wesen, man mag sie Götter nennen, die sind so abstrakt, dass sich unsere winzigen Gehirne sie sich nicht mal vorstellen können. In meinen Geschichten werden die Figuren sehr oft wahnsinnig, also sie verlieren buchstäblich ihren Verstand, weil sie gesehen haben, was jenseits der Grenzen unserer beschränkten Wahrnehmung liegt. Hier. Dieses Zitat aus meiner berühmten Geschichte Der Ruf des Cthulhu fasst es ganz gut zusammen. Wir leben auf einer friedlichen Insel der Ahnungslosigkeit inmitten schwarzer Meere der Unendlichkeit und es war nicht vorgesehen, dass wir diese Gewässer weit befahren sollen. Was oder wer da draußen jenseits der Sterne ist, das sprengt unsere Vorstellungskraft. Und die armen Schweine, die es gesehen haben, mussten einen hohen Preis dafür zahlen. Ihren Verstand, ihre geistige Gesundheit. Kosmischer Horror, mein Horror, ist viel größer und geht tiefer als einfach nur Monster. Mein Horror stellt den Platz des Menschen im Gefüge der Realität in Frage. Es geht um das Gefühl existenziellen Terrors. Und davon ist im neuen Alone in the Dark nichts zu spüren. Hier, wenn ihr einmal diese Szene betrachten mögt. You're still working at Drusetto? Yeah, both me and Lada stuck around. We're real orderlies now. You remember my sister Lotte, don't you? Und so weiter und so fort. Wir kriegen ein paar Infos zur Geschichte. Es ist eine typische Zwischensequenz. Nur hat unsere Protagonistin Emily ein paar Minuten zuvor das hier erlebt. Ein humanoides Wesen, aber ganz sicher kein Mensch, greift sie an und das ist ihr keine Erwähnung wert? Das beeindruckt sie nicht im geringsten.
Nun ja, mögt ihr jetzt vielleicht einwenden, so schlimm war diese außerweltliche Begegnung ja nun auch nicht. Etwas irritierend, sicher. Aber auch nicht mehr als diese Schimmelgegner aus Resident Evil 7. Und da ist die Hauptfigur ja auch nicht gleich durchgedreht vor Panik. Ja, da habt ihr natürlich recht, aber genau das ist ja mein Punkt. Der Horror in meinen Geschichten sollte sich ja eben nicht anfühlen wie eine belanglose Actionszene in einem weitaus besseren Spiel. Lovecraftian bedeutet, nur ein winzig kleiner Spielball ungeheurer und unbeherrschbarer Mächte zu sein, die so gigantisch und so abstrakt sind, dass wir sie weder beschreiben noch verstehen können. In meinen Büchern finden sich sehr, sehr oft Begriffe wie seltsam, sonderbar, dunkel, geheim oder diffus. Das sind vage, schwache, wabbelige Worte. Die habe ich natürlich nicht gewählt, weil ich ein schlechter Autor bin, sondern weil ich das zutiefst beunruhigende Gefühl erzeugen will, dass da etwas ist, das man nicht beschreiben kann. Ich darf euch noch ein berühmtes Zitat von mir präsentieren. Aha. Die älteste und stärkste Emotion des Menschen ist Angst. Und die älteste und stärkste Form der Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Ganz recht, Unbekannten. Sobald ich etwas bekannt mache, sobald ich meine Protagonisten etwas erkennen lasse, verliert es die Essenz seines Schreckens. Und deswegen haben Szenen wie diese hier mit meinem Horror nichts zu tun. Ich erkenne die Gefahr, ich kann sie sofort verstehen und einordnen und, am allerschlimmsten, ich weiß augenblicklich, wie ich sie bezwinge. Mit einer Handfeuerwaffe. Oder einer Schrotflinte. Oder einer Tommy Gun. Ja, sowas kann durchaus Spaß machen. Teufel, ich habe Resident Evil 4 bestimmt 11 Mal durchgespielt. Es hat nur absolut nichts mit der Art von Angst und Schrecken zu tun, für die mein Name steht. Wir müssen der kalten Wahrheit ins Auge blicken. Telespiele sind nicht sehr gut darin, meine künstlerischen Visionen umzusetzen. Das bedeutet übrigens nicht, dass sich eine Figur in einem Lovecraft-Spiel absolut niemals wehren dürfte. In einigen meiner Geschichten greifen Menschen durchaus zu Werkzeug und Waffen. Und in Der Ruf des Cthulhu schaffen es ein paar Seemänner, Cthulhu mit einem Schiff zu rammen und seinen Kopf aufplatzen zu lassen. Mit einem Schiff? Nun ja, das war vielleicht nicht die beste Idee, die ich hatte. Aber es zeigt, dass meine Geschichten, mein Mythos um Götter jenseits des Universums, der ist nicht starr. Man kann durchaus ein bisschen mit ihm experimentieren und sich frei an seinen Motiven bedienen. Und meinetwegen in drei Teufelsnamen, dann mögen die Pechvögel in einer Lovecraft-Geschichte auch mal einen Revolver abfeuern und das vielleicht ja sogar auch mal mit Erfolg. Aber doch nicht fortwährend, beiläufig und mit der einlullenden Sicherheit, dass jedes Sterngezücht klein zu kriegen ist, wenn man es nur mit genug Blei vollpumpt. Das ist von meiner Vorstellung echten Grauens so weit entfernt wie die Erde von HD1. Um meinen Punkt abzuschließen, muss ich euch das Ende von Alone in the Dark zeigen. Also, wenn ihr es euch nicht verderben wollt, bringt euer Eingabeutensil zu diesem Zeitpunkt hier. Seid ihr bereit? You just got lucky. A bientôt, Mamsell Emily. Der Endkampf bringt das ganze Dilemma dieses Spiels auf den pixeligen Punkt. Ein charakterloses Gruselmonster von der Designstange mit deutlich erkennbaren Schwachstellen, auf die man einfach nur draufhalten muss. Das wäre selbst für ein Resident Evil Spiel ausgelutscht und unoriginell, aber für Lovecraft Horror ist es Gift. Und wenn das Glitchvieh dann besiegt ist, weil einfache Bleikugeln es töten können, dann sind unsere Figuren nicht etwa bis ins Mark traumatisiert und vor Angst und Panik durchgedreht, sondern die nehmen das alle ganz locker. All right, you ready to head back to New Orleans? Come on, Jeremy. Let's go. Can I come? Don't leave her. You have to take her to Hell's Kitchen. What on earth are you talking about? Genau, lasst uns einfach wieder gehen. Ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn die erstmal noch eine Runde Shawarma gefuttert hätten. Ich kann es nicht oft genug betonen, liebe Freunde. In meinen Geschichten geht es nicht um das, sondern um das. Lovecraft
Lovecraft-Horror, der sollte sich nicht anfühlen wie in einem gammeligen Resident Evil-Klon, sondern wie ein gottverdammtes Tool-Video. Und deswegen tun sich die Erfinder von solchen Telespielen auch so schwer mit meinen Geschichten. Das Grauen darin ist zu groß, zu abstrakt, zu unfassbar. Lovecraft hier bedeutet oftmals einfach nur ein herkömmliches, generisches Horrorspiel, aber in den 1920ern. Dazu noch vage Fisch- und Meermonstermotive und fertig. Was für ein Jammer. Und was für ein gigantisches Missverständnis. Deswegen möchte ich allen, die an einem Lovecraft-Spiel arbeiten, abschließend einen Rat mitgeben: Lest meine Geschichten. Ja, das mag doch auf der Hand liegen, meint ihr. Aber mich beschleicht zunehmend das ungute Gefühl, dass das keiner mehr so richtig tut. Stattdessen kopieren Spiele nach Lovecraft-Motiven einfach andere Spiele nach Lovecraft-Motiven, weil, naja, so müssen Spiele nach Lovecraft-Motiven doch sein, richtig? Nein, falsch. Müssen sie nicht. Das scheinen nur mittlerweile alle zu glauben. Lest meine Geschichten, statt Spielen nachzueifern, die mich auch schon nicht verstanden haben. Keine Waffen oder Kämpfe oder zumindest ganz, ganz behutsam eingesetzt. Und es muss auch nicht jede Lovecraft-Geschichte in den 1920ern und 30ern spielen. Ja, ich weiß, da habe ich nun mal gelebt und deswegen viele meiner Erzählungen genau dann spielen lassen. Aber mein Horror ist doch so allgemeingültig, so universell. Die Vorstellung, dass es da draußen unendlich viel höhere Wesen gibt als uns, das ist doch in diesem Jahrtausend genauso unvorstellbar wie im letzten. Mr. Pierce. Hey, habt ihr die Unterhaltungsserie Three Body Problem auf Netflix gesehen? Da kommt es zu einer Szene, die meiner Vorstellung von kosmischem Schrecken schon ein bisschen näher kommt. Und sowas schaffen doch bestimmt auch Spiele. Ja, aber Alone in the Dark hat es leider wieder mal nicht geschafft. Bedauerlich, nicht wahr? Ja, ja. Okay, kann ich wieder reinkommen? Danke. Also willst du uns sagen, es gibt kein einziges gutes Lovecraft-Spiel auf dem Markt? Doch, sicherlich. Ein paar fallen mir da spontan schon ein. Signalis beispielsweise. Oder spontan kommt mir Thumper in den Sinn. Thumper? Das ist ein Musikspiel. Ja, und? Ich habe damals in Guitar Hero hart gerockt, Bitch. Ich mag Musikspiele. Okay, danke. Bist du fertig? Ich habe gesagt, was zu sagen war und leg mich jetzt wieder hin. Ja, tschüss Sikowski, alles klar. Wenn ich dich nochmal brauche, um Videos zu machen, sage ich dir Bescheid. Okay Leute, das war also unser Video zu Alone in the Dark. Wie ist es bei euch? Habt ihr den Titel gespielt? Habt ihr gar nicht mitbekommen, dass er endlich auf den Markt erschienen ist? Diskutiert doch einfach drüber, ob die Erwartungen, die wir alle hatten, jetzt erfüllt wurden oder ob das Ding eher eine Enttäuschung für euch war. Ich werde jetzt noch ein bisschen Lovecraft lesen. Ich bin wieder voll drin. Ich habe da Bock drauf. Wir sehen uns heute in einer Woche wieder. Wie immer freue ich mich über ein Däumchen nach oben und ein Abo, wann euch der ganze Quatsch hier gefallen hat. Also bis dann, bleibt gesund und nehmt euch vor kosmischem Terror in Nacht. Tschüss.